So, Digga, Gala rein da, Mann! Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Weil die werden jetzt Mamis Ehre schützen. Also mein Gefühl sagt, persönlich, ich hab, guck mal, ich hab zweimal so Dings. Einmal Gala schießt sie komplett weg, 4-5-0. Oder es wird ein fucking sweaty Game, aber wir werden trotzdem gewinnen, 100%. Komm, Kerem! Guck mal, Kerem ist an. Ich bin da wirklich mal auf Aurier gespannt, Digga. Eigentlich muss er alle Tottenham-Spieler spielen lassen. Aurier, guck mal, warum geht da keiner drauf? Digga, die spielen gerade voll den Dreck, Mann. Schön, Icardi, jetzt steckt ihn durch, Alter. Derek! Der Aurier ist gerade gar nicht gut, Mann. Was sagst du, das Tor nach oben? Aurier, dann schick doch nochmal rüber, Bruder. Ja, was sagst du? Was hast du gefragt? Aber kennt ihr diese scheiß, ich weiß gar nicht, ob ich beleidigen darf, diese ekelhaften Ratten, die direkt nach dem Spiel die Highlights hochladen und das ist dann so FIFA-Gameplay, Brawl Stars-Gameplay, Digga. Das sind die schlimmsten, Digga, und genau das werde ich auch machen. Digga. Futbolculuk kariyerinde 600. maçına çıktı. Komm. Icardi! Spring lan! Ertuğrul Tekcumruk! Hä, wen gibt der jetzt gelbe Kart? Rot! Bu arada bir kırmızı kart çıktı. Hä? Fatih Tekke'ye gösterdi. Er hat jetzt rot bekommen. Cihan Aydın. Der Trainer von Alanya Spor hat rot bekommen. Alanya Spor'un teknik direktörü. Warum aber? Der hat schon irgendeine Beleidigung. Wow, wie der beleidigt der Bast, der Hund. Das ist doch selber beleidigt, Digga. Yusuf'un müdahalesi faul getiriyor. Louis. Komm, Mertens, alleine fang mal! Da muss doch mal jetzt was kommen, komm! Komm, Mann, schieb ihn rein, Mann! Ja! Abseits! Yakın mesafeden kafa vuruşu topağlara gitmişti. Andaikum. Cihan Aydın. Es war kein Abseits. Oyunu durduruyor. Überweis Geld lan, überweis Geld lan. War natürlich Abseits. War hinter dem Torwart oder was? İşte pozisyon. Oh, warte. İlk anda Richard. İkalyalar Bu da der faul gegeben der Hund. Topağlara gitti ama. Cihan Aydın. Oyunu durdurdu. Foul kararı verdi. Was daran faul? Was ist daran faul? Was ist daran faul? Oh mein Gott. Das war doch kein Faul. Jetzt sei ehrlich, Bruder. Sag mal ehrlich, Bruder. Das ist crazy. Das war doch gerade kein Faul. Nein, das ist ein Spielaufbau, Mertens, Mann. Das ist ja auch jeder verteilt wie ein Hurensohn. Der ist so schlecht. Der macht keinen Schlicks, du Mann. Die 9888 schon die ganze Zeit durch, Mann. Walla, komm vom Afrika Cup, Digga, gewinnt diese Scheiße und dann 3 Monate verletzt. Anane. Oh mein Gott, Digga. Dreimal gerettet der Victor Nelson, Digga. Nee, aber langsam reicht's auch, Mann. Mann. Was ist denn? Was ist daran ab? Ja, besser ist es alle. Missgeburt. Dass man da noch guckt, aber nicht, wenn Abdülkerim ein Tor macht, Digga. Hol ihn hier. Ja, Kerem! Oh. 2-1. Icardi! Icardi! Elfmeter, das ist Elfmeter, nicht. Oh mein Gott. Icardi! Komm jetzt alle, Barış, komm Barış alle! Mert, schief! Oh! Ah! Außenriss gegen Latte! Ey, Mann, alle! Guck mal, Halbzeitsfazit. Tor wurde nicht gegeben, ich habe da keinen Foul gesehen. Man hätte potenziell noch einen Elfer geben können. Aber wir brauchen keinen Elfer, um zu gewinnen, brauchen wir nicht. Wir sind nicht Fenerbahçe, ganz einfach, so. Aber das war doch ein Tor von Abdülkerim, dass man das nicht mal nachguckt und direkt nicht gibt, finde ich schwer. K
Kerem Aktürkoğlu für Ziyech und Kaan Ayhan für Serge Aurier. Ja, war klar. Haydi Cimbom, haydi Cimbom, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Schwalbe, der Hurensohn! Warum spielt Dings Van Dijk nicht weiter an der? Aubameyang. Größte Schwalbe, gib doch Geld, du. Ich sehe keine Chance, dass hier irgendwie ein Tor kommt, sondern 55 Minuten. Am Dayı. Barış. Barış Mbappé! Barış Mbappé! Ich hab gerade davon geredet, dass nur der was macht, dann der. Canla. Barış Mbappé! 20 Millionen Transfermarktwert, dann der. Der Einzige, der was macht. Ja! Das war so klar, dass die neue treffen wird. Sick, sick, sick! Schön gemacht, Alter. Schön in die Mitte reingezogen. Und einfach abgeschlossen, Alter. Walla! Wer ist die Kadi? Wer ist was? Weiß ich da mal noch kriegen? Walla, nur das ist der einzige Junge, der macht's, Alter. Nur der macht's, Alter. Was war das? Alle, ja, Jamma, mal noch kriegen. Eine schöne Flanke. Kerem! Ah, Barış! Oh mein Gott! Aus 2 Metern, er schießt übers Ding! Oh mein Gott! Oh aus 5 Metern! Schön, Barış, der Gern nimmt wieder 3 Leute auseinander. Schön, Barış. Oh, was hat er? Ich sag nie wieder was gegen Ziyech! Aus 25 Metern in den Winkel rein, Murdoch! Schock! Schock, Digga! Der Marok macht's, Digga! Der Kuh, die Koksnase macht's, Digga! Digga, alles geht gerade über Derrick Köln gefühlt. Krasses Dreh von Barış, Alter. Und da ist das Ding! Was ist mit Barış Mbappé los? 3-0 in der 71. Mann! Der Sack ist zu! Der Junge ist unglaublich. Ich hab am Anfang des Spiels gesagt, alles geht über Barış Mbappé. 2 Tore. Game Changer. Der sehr gute Passstaffetten hier. Icardi macht sein Tor! Mauro! Mauro! Der hat noch gefehlt, Digga. Richtig und richtig. Sağ kanattan gelişen atak ve gol vuruşunu yakın mesafede. Evet, Mauro Icardi böyle yaptı. Kein Abseits. Boah, mit der Außensohle, der irgendwie noch reingeschoben. Pozisyonla ilgili var odasında şimdi inceleme gerçekleşiyor. Scheiße. Kein Abseits, 4-0. Ja! Tor zählt. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sikiyoruz, sikiyoruz. Ne yapıyoruz? Sikiyoruz, sikiyoruz. Die Gala-Fans sagen das, was die Fener-Fans immer sagen. Ach man, das brauche ich glaube ich lieber nicht übersetzen. Champion Jimbombo. Ole, 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 ole. Champion Jimbombo. Die Gala-Fans feiern von einer Minute noch. Schöner Auftritt. Erste Halbzeit war nicht gut von Ghana, bin ich ehrlich. Aber zweite Halbzeit, vor allem nach der roten Karte, ging es richtig rund. Sehr, sehr gute Leistung hier. Vor allem von Barış Alper. Sehe ich auch wirklich nach der Einwechslung richtig gut. Derrick Köhn hat es auch gefangen in der zweiten Halbzeit. Die Wechsel waren diesmal sehr, sehr gut von Okan Buruk. 4-0, sehr, sehr wichtiger Auftritt in Alanya. Und damit Freunde, verabschiede ich mich von diesem Video. Wenn das Format euch
gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Sowas habe ich noch nicht gemacht. Eine Reaction auf ein Live-Spiel. Leider kann ich euch natürlich die Bilder nicht zeigen. Urheberrechtliche Sachen und so weiter. Wisst Bescheid. Ich würde dafür einen Strike bekommen. Deshalb mal in diesem Format. Ich habe auch Bock, morgen auf jeden Fall Champions League und Mittwoch auch nochmal Champions League in diesem Format hochzuladen. Ich teste mich schon ein bisschen aus, damit ihr unter der Woche auch ganz viele Videos habt. Neben den ganzen Stadion-Vlogs, die am Wochenende natürlich mal kommen. Freunde, lasst ein Abo da, liked das Video und schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, haut rein und bleibt fresh.